Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Dot Vic Armada. Und wir können schon wieder nicht angreifen. Irgendwie finde ich es total irritierend, dass ich nur einen Einsatz pro Runde habe. Der manchmal auch von Mission weggenommen wird. Von daher, naja, egal. Weil ich denke mir immer, hä, wieso kann ich das machen? Oder, Moment. Eldar Pirates are attacking Imperial Transporters across several important trade routes in the sector. The attacks are not typical of such alien raiders. From the style and frequency of the raids, we believe that the pirates are Eldar Corsairs. Admiral Spire, I want you to take your fleet and deal with the foul Xenos. We must secure our supply lines from Eldar harassment, or our ships elsewhere in the sector will suffer. I understand the importance of this mission, Lord Admiral. I will do my best to keep those arrogant aliens in check. The Imperial Navy will not tolerate alien interference in our affairs. Aha. Endlich zeigen sich die Eldar. Warum? Das sind doch eigentlich die Elfen. Was haben die jetzt wieder gegen uns? Achten Sie, dass hier unsere Fremdherrschaft in ja, noch aggressiver oder sie auch ein System angreifen, wieder blenden sind die auch einfach. Einverstanden, hier, Meuchelmord. Meuchelmord, ja, Schiff. Was ist das Schiff? Nein, die finde ich nicht mehr. Das Schiff. Okay. Deploy your fleet against the Eldar Corsairs who are harrying our supply lines across the Gothic sector. I want you to destroy every Eldar ship in the sector. Caution, Admiral Spire. Eldar vessels are swift and agile. You may find yourself outmaneuvered if you are not careful. Oder? Kann ich gar nicht. Na gut, dann halt nicht, ne? Dann speichern wir mal. Man verliert konstant Welten. Naja, du hast ja was, weiß ich, wie viele. Lol. The Eldar are an ancient and arrogant alien race. Their ships appear fragile, but are highly maneuverable and equipped with powerful, sophisticated weaponry. Their vessels are protected by holofields that distort our augur readings, making them very difficult to hit. In addition, the Eldar Corsairs have captains and crews who are quite skilled at void combat. Eldar Corsairs prefer hit-and-run attacks. To counter this, use strength in numbers and compact defense. The Inquisitor suspects that the Corsairs are connected to an Eldar craft world lurking within the Graildark Nebula. Once you engage the Eldar, report any information you can gather on the craft world and the Corsairs. Lol. Ja, ich nehme wieder The Wrums mit. Vielen Dank, aber The Wrums kommt immer mit. So, Mikrowarpsprung wäre sogar gar nicht mal so unklug. Oder tatsächlich mehr kleinere Schiffe jetzt, aber ich glaube, nein. Torpedos bringen auch nur begrenzt was. Besseres Deflektorschild. Oder halt Aufdeckung. Ich glaube, Aufdeckung wäre eine gute Option. Das heißt, du kommst jetzt mit, damit du ein bisschen Erfahrung sammelst. Das können wir noch mitnehmen. Der Mikrowarpsprung wäre gut, um schnell irgendwo ranzukommen. Ich glaube nämlich, dass ich noch dich mit. Verzichten wir mal groß auf Torpedos. Und es ist wahrscheinlich eine schlaue Idee, wir die mitzunehmen. Aber nehme ich auf jeden Fall noch eine Cobra mit. Und noch eine Firestorm. Admiral, our Augur arrays have detected the Eldar Corsair fleet. We need to be cautious, Admiral. The solar sails on their ships enable tremendous speeds. In addition, they are highly maneuverable. It is foul, Xenos Tech. Indeed, Tech Priest. From my past experiences fighting the Eldars, I have noticed that they tend to mass all their weaponry on their ship's prows. The order of the day is to focus our fire on the enemy flagship. Let us teach this Xenos leader a lethal lesson. Vor allem, die sagen immer Xenos zu allen, also Fremdrassen. Ja. Yes, Admiral. Spire, I presume. At last, we meet the newly promoted Monkey Admiral, who has been fighting the arch-enemy in the Purgatory system. It is a pleasure to meet you in person. Fool. You have been sentenced to death.
for breaching Imperial frontiers and raiding Imperial convoys in the Gothic sector. Your dissidence ends here. We shall see, Monkey. After all, the Emperor is with you, isn't he? Master Gunner, the Eldar use a different technology to our void shields, called hollow fields. The faster their ships move, the more they disturb our targeting cogitators. Try focusing your fire on their engines as much as you can. Understood, Admiral. Slow Xenos. Dead Xenos. Ship ready. Damage teams, begin repairs now. Brace for impact. Awaiting orders. 50th. Changing course. Changing course. Awaiting orders. Orders received. And took them up. Your orders? How fascinating. Your tactical decision making is pathetic. But luck seems to be on your side. List. It won't happen again when you meet our prince. What pitiful arrogance. Master Gunner, maintain sustained fire against the Eldar flagship. Course plotted. Initiate. You've done well, crew. The target has been eliminated. I'm sure their so-called prince will think twice before raiding our territories again. Well done, Admiral. You have proved your worth once again. This should send a clear message to all who dare raid the Imperium in the Gothic sector. Do not count this as a victory of skill, human. Your ships were fortunate in battle, but you have a crude grasp, at best, of void combat strategy. We shall meet again soon, when I so choose. What arrogance! I wish to discuss void combat strategy with this Eldar prince, not with words, but with a merciless broadside of macro cannons. Admiral, I want you to report any information you can gather on that pirate. Okay. Sind aber eigentlich immer noch die Elfen. Kann ich jetzt bitte? Ah ja, geht doch. So. Ich hätte speichern sollen, fällt mir gerade so auf. Mission Konvoi. Ach. Heilige Scheiße. Müssen wir überlegen, wie fett die Kanonen sind. Da sind Gebäude. Auf diesen Schiffen. Und jetzt schau dir mal die Kanonen an. Die haben irgendwie 10 Meter im Durchmesser. Pums. Oh Gott, was ich mir überlegt habe, falls wir irgendwann mal einen zweiten Wumms haben, ne? Ihr seht hier mit, also wir hatten hier mal 500 Punkte, ne? Das sind 3 Wumms potenziell. Dann rüste ich die alle mit Disruptorbomben, Plasmabomben und Nova-Kanone haben die Soße schon. Da macht's erstmal Bums, Bums, Bums. Bums, 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 Bums. Oh, das wird echt lustig. Tut mir der Gegner jetzt schon leid. Ich meine, was willst du denn da machen? Ich meine, ich kann ja auf eine extrem große Distanz da feuern. We are the Imperial Navy! Gut, hat eine kleine Streurate. Yes, Admiral. At your command. Setting course.
course plotted. Yes, Admiral. Orders received. So. Engaging. Enemy ship sighted. Understood. Ship ready. Helm coordinates acknowledged. Ship ready. Bulkheads collapsing, sir. Lol. Ich glaube, der andere hat auch eine Nova-Kanone. Initiate emergency repairs. Your orders? Reporting successful boarding action. Enemy transport ship destroyed. For the Emperor. Engines hot. Das wird jetzt gleich sehr witzig. Cruising speed set. Underway. Target locked in. Helm coordinates acknowledged. Course plotted. Cruising speed set. You. Schade. Die Cobra hat es nicht geschafft und die Firestorm auch nicht. Ach nee, ich hatte ja nur die Cobra dabei. Stimmt ja. Da ist. So. Wieder. Gott, wäre noch einer Einsatz. Mist, ich habe keine weiteren Einsätze. Scheiße. Naja. Also ich will mir unbedingt nochmal eine zweite The Wurms kaufen. Der Nova-Kanone. Ja! Können Sie auf jeden Fall hinzufügen. Also entweder nehmen wir jetzt hier nochmal Start- und Landebuchten, was eigentlich auch ziemlich cool ist, aber sorry, oder nochmal Lanzenbatterien, aber sorry, einfach nur mit der Nova-Kanone drauf dotzen ist derartig effektiv bis jetzt. Ich überlege es mir nochmal, aber... Was können wir denn in die Firestorm einbauen? Das ist ja auf jeden Fall... Oh Gott, das kostet so extrem viel bei dem Scheiß. Warte, was haben wir für eine Mission bei den Orks? Wieder ein Konvoi, dann bin ich wahrscheinlich wieder der, der überfallen wird. Dann wäre es eine gute Idee, meine eigenen Schilde für meine Zubringer zu verstärken. Aufklärung der Flotte von die... Feindschiffe. Achso, ich muss sie einfach nur killen. Okay. Ach komm, zwei Wurms wär's auch irgendwie. Die Tyrant? Das ist eine Plasma-Marco-Batterie. Es ist auch nicht schlecht, tatsächlich. Das ist halt echt gar nicht mal so schlecht. Die Luna hat Lanzen. Aber die Tyrant hat halt eine schön hohe Reichweite. Jetzt sogar eine richtig hohe Reichweite. ETF. Wait a minute.
Es ist immer noch gleich. Dominator oder Tyrant? Zwei Nova-Kanonen und zweimal der Wurms oder halt nicht? Guter Start- und Landebucht ist so, na gut. Die Gothic ist halt viel mit Lanzen. Das ist auch nicht schlecht, tatsächlich, aber okay. Gut, wir bolzen halt mit einer normalen Makrobatterie wieder hier rein. Und mit noch einer Nova-Kanone. Ah, schön. Das ist aber lustig. So, wir können die ersetzen, theoretisch. Ohne Rückerstattung. Ach, scheiße. Mist. Das ist nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie viel man maximal erreichen kann an Warten. Also wenn ich irgendwo mal drei Slots habe, dann hole ich mir auf jeden Fall nochmal den Wurms und dann nochmal den Dings da, den Tyrant rein. Aber jetzt weiß ich es nicht unbedingt, ob ich das tun soll. Oder halt wirklich dreimal den Wurms, muss ich mir überlegen. Aber jetzt klopfe ich dann wirklich wahrscheinlich doch erstmal auf die Firestorm. Sind die Lanzen nämlich besser, das ist auch gut. So. Sprechen. Hier kann ich ja nichts machen. Cyclops Cluster. So, beenden. Die Hand der Finsternis. Heretics are storming our defenses. We need immediate reinforcement. Admiral Spire. Yes, Inquisitor. Gather every vessel you can and travel to Ormsworld at once. You must stop Abaddon, whatever the cost. He is searching for an ancient artifact known as the Eye of Night. Do not let the Despoiler claim this relic, Admiral. May the Emperor guide your guns, and may the heretics feel his wrath! Abaddon the Despoiler has launched an attack against the Ormsworld system. I believe that what he truly wants is to seize another artifact of power, known as the Eye of Night. Admiral Spire, you will take command of the assault force to break the Chaos Siege of Ormsworld. It is crucial we keep this relic out of Abaddon's hands. Planetenangriff. Okay. Von wieso habe ich drei verloren? Drei Welten verloren. Wo denn? Hä? The Chaos Forces have butchered the inhabitants of Ormsworld, both humans and the native Rattlings. We have organized a large assault fleet to take back Ormsworld from the enemy and to secure the Eye of Night on the planet's surface. My agents report that the relic is still here. We must move quickly. Admiral Spire, your orders are to escort the assault force and break through the Chaos defenses around Ormsworld. This situation is critical for the Gothic sector. Therefore, I will personally lead the planetary assault from your ship's command deck. Okay. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, weil A, ich muss los, B, das ist zu cool, um es wirklich in, was weiß ich, eine Riesenfolge zu packen. Machen wir eine separate Folge dafür. Das heißt, the dann musst du schon durchhalten. Ja, ist gut. Und bis dann. Ciao, ciao.